Es gibt auch ab heute meinen offiziellen Merch zu kaufen. Und jetzt kommen wir zu Platz 1, Kinders. Haltet das Video hier kurz an und schreibt mal, was ihr wohl meint, was auf meinem Platz Nummer 1 steht. Ja? Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren Top 10 CSGO Skin Video. Heute geht es um die P2000. Ich zeige euch also hiermit die meiner Meinung nach 10 besten oder schicksten P2000 Skins. Los geht's. Das hier ist schon der 10. Skin. Wir gehen von schlecht nach gut oder von nicht so ultra nice zu sehr nice oder von shitty zu noisy. Das ist mein 10. Platz. Diese scheinbar auseinanderbrechenden Dreiecke gefallen mir extrem gut. Und die Farben sind auch sehr schön. Dieser Farbübergang von diesem Türkis zu Grün. Ah, ich als Mann mit Farben, schwierig, ne? Ist ja eigentlich alles grün. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Die Waffe auf Platz 9 ist die P2000 Oceanic. Die habe ich gerade vor kurzem als Giveaway rausgehauen, glaube ich. Oder im Giveaway. Farbspiele mit Dunkel und Blau gefallen mir sehr, sehr gut. Deswegen landet er eben auf dem Platz 9 meiner P2000 Top 10 Skins. Ihr könnt natürlich auch hier wieder eure eigenen Top 10 Vorschläge auflisten. Also unten in den Kommentaren. Ich bin sehr gespannt über eure Meinungen. Auch zu meiner Top 10 List hier. Kommen wir zum 8. Platz auf meinem Ranking. Und hier kommt die P2000 Imperial. Die finde ich schon sehr schick. Ich bin eigentlich kein Freund von Rot. Aber das ist ja schon mal Weinrot, was es auf jeden Fall besser macht. Und dann sind auch noch diese goldenen Akzente. Sehr nice. Nicht sehr dynamisch. Sie wirkt irgendwie schwer und hart. Also wenn... Eigentlich ist die P2000 eine Waffe, die nicht viel Schaden macht. Soweit ich weiß, ne? Das Teil sieht einfach mächtig aus, finde ich, durch dieses Gold und Rote. Wirkt es sehr mächtig. Platz 8. Auf Platz 7 haben wir die P2000 Turf. Grün ist meine Lieblingsfarbe, das wissen einige. Und dieses leichte Mintgrün, Limetten, ist es mir... Kenne mich einfach so schlecht aus mit diesem... Das ist auf jeden Fall mal ein dunkleres Grün als das hier oben. Das haben wir uns ja mal... Und das da oben ist, glaube ich, weiß oder silber oder sowas. Pass auf, jetzt kommen irgendwelche Frauen und sagen, das ist Schaumolweiß. Ja? Das hier unten ist so Lackschuhweiß, das ist Schaumolweiß, das ist so ein bisschen... Es hat schon so ein bisschen Lack, so ein Grau-Grün-Braun, ja? Aber schon grau. Und dann hier eben diese leichte Tarnoptik. Also man sieht den unteren Teil der Waffe überhaupt nicht. Das ist nice. Das ist einfach nice. Das sieht aus wie ein schlichter Skin. Also ein schlichter, aber effizienter Skin. Auch dynamisch. Dynamik ist da immer mit drin. Auf Platz 6 kommt die Amber Fade. Ich habe es ja vorhin schon erwähnt, dass mir Farbübergänge eigentlich ziemlich gut gefallen. Die sieht jetzt hier plötzlich nicht so gut aus, wie ich sie vorhin vor mir hatte. Sieht jetzt ein bisschen besser aus. Die sieht, glaube ich, etwas besser aus. Egal. Das finde ich schon nice, ne? Das finde ich schon nice. Falls ihr übrigens CSGO-Skins kaufen oder verkaufen wollt, kann ich euch die Seite, die ich hier unten verlinkt habe, nur ans Herz legen. Ich bin da vor kurzem Partner geworden, werde also auch ganz gering am Gewinn beteiligt. Schaut da mal vorbei. Das ist ziemlich nice. Auf Platz 5 haben wir die P2000 Scorpion. Ihr wisst es, Tiere und sowas. Tiere auf Waffen. Ist das nicht ein cooles Teil? Skorpione sind eh ziemlich coole Tiere, finde ich. Und dann auch mit der Waffe, der Oversand-Optik. Also wenn sich so eine Sanddüne hier so herab bewegt zum Spielenden hin. Poesie. Grün-grauer Dunst am Husenhain. Kommen wir zum Platz 4. Auf Platz 4 haben wir die P2000 Corticea. Das blaue Unterstück der Waffe ist eigentlich fast schon langweilig, aber dieser Schlitten macht es wieder wett, oder? Dieses Farbenspiel hier oben, diese Pflanzen oder was es sein soll, gefallen mir sehr, sehr gut. Nun kommt Platz Nummer 3. Da rangiert die Imperial Dragon. Mit einem Drachen drauf, das sagt ja eigentlich schon alles. Es ist für mich halt einfach zu viel Rot dabei. Wenn diese Waffe, diese Imperial Dragon, so ein bisschen bunter wäre oder ein bisschen mehr der Cyrex ähneln würde oder der Hyperbeast, dann wäre die Waffe auf jeden Fall auf dem ersten Platz bei mir. Da sie aber nur so rot-gelb, so, ja, doch, so ein Spiel zwischen Rot und Gelb ist, gefällt sie mir nicht so richtig. Der Drache ist schon edel. Vor allem ist es auch wieder ein Motiv, das auch runtergeht auf das Handstück und nicht nur sich auf dem Schlitten abspielt. Also schon ein geiles Teil. Ich finde auch zu Recht auf Platz 3. Auf Platz 1 würde ich sie, wie gesagt, nicht setzen, weil sie so alles in allem dann doch fast wieder nicht langweilig wirkt, um Himmels Willen. Aber wartet mal ab, was ich noch auf Platz 2 und Platz 1 habe. Ne? Wartet mal. Auf Platz 2 haben wir die Handgun. Sieht die nicht geil aus? Guck mal hier voll dran. Boom! Und hier mit der Hand. Mit die Handgun eben. Eine Hand, die schießt. Also ich finde das einfach saulustig. Und das erinnert mich direkt an Source, wo wir uns früher die Skins tatsächlich so eingestellt haben, dass wir aus der Hand schießen. Ich weiß nicht genau, was das hier unten sein soll. Ich kann's... Was ist das hier? Ein verknüttelter Ärmel? Ja, könnte einfach ein Ärmel sein. Also die Waffe ist einfach schick. Das Motiv ist cool. Schön umgesetzt. Die helleren Blautöne hauen es auf jeden Fall raus. Wenn der Skin nur in diesem dunkleren Blau gehalten worden wäre, also die anderen blauen Stellen auch, dann fände ich es langweilig. Aber dieses helle Blau, dieses Neonblau oder was es ist, haut es echt richtig raus. Und jetzt kommen wir zu Platz 1, Kinders. Haltet das Video hier kurz an und schreibt mal, was ihr wohl meint, was auf meinem Platz Nummer 1 steht.
Ja? Ich weiß, es ist so ein bisschen vorhersehbar, aber die Fire Elemental ist doch geil, oder? Mein Platz Nummer 1 bei den P2000 Skins ist die Fire Elemental. Dieses Farbenspiel, das Motiv, dieser Feuer-Element-Geist oder was auch immer sein soll, sieht einfach cool aus. Und dann dieses Gelb-Orange zu Blau, das ist ja auch so ein Übergang, den man auch zum Beispiel auf Spieleverpackungen oft sieht. Der aktiviert auch diverse Dinge bei uns im Hirn, also einfach, wow, was ist das? Das muss ich mir ansehen. Interesse und so weiter. Das ist eine coole Waffe, die mir sehr gut gefällt und deswegen steht sie auch auf meinem persönlichen Platz 1 meiner CSGO Top 10 Skins in der P2000 Kategorie. Wenn euch die Serie weiterhin gefällt, unterstützt sie mit einem Daumen nach oben. Vorhin ja schon gesagt, ich habe euch die Seite nochmal verlinkt, auf der ihr Skins verkaufen und kaufen könnt. Hier unten ist er direkt in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung stehen generell fast alle Dinge. 90% der Fragen, die gestellt werden, werden über die Videobeschreibung abgedeckt. Also einfach nur so ein kleiner Tipp am Rande, wenn euch eine Frage im Kopf rumschwirrt. Wann sind Livestreams? Was benutzt du zum Aufnehmen? Bist du cool oder nicht? Guck mal in die Videobeschreibung, höchstwahrscheinlich steht es da drin. Es gibt auch ab heute meinen offiziellen Merch zu kaufen. Ich habe bei Shirtinator oder Spreadshirt und Shirtinator ist irgendwie das gleiche, so wie es scheint. Da gibt es jetzt eine allererste Kollektion, die ich heute Nacht geschwind erstellt habe, weil ihr unbedingt was haben wollt. Es gibt die offizielle Neustead-Kollektion. Ich habe schon einige Waren damit bestückt. Unter anderem so ein Thermobecher, ein T-Shirt, eine Kapuzenjacke und so weiter. Ich füge da auch immer neue Dinge hinzu, wobei ihr erstmal schauen solltet, ob euch das gefällt. Ihr kennt mich. Ich halte sowas sehr schlicht und sehr einfach, weil ich bei sowas für Schlichtheit und Einfachheit. Schlicht und einfach soll es sein. Das ist mein Motto. Und ich habe die Sachen auch selbst gesetzt, also die Orte, an denen das Teil steht, zentriert. Ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts, ein bisschen weiter unten auf den einzelnen Objekten. Das ist alles durch meine Hand geschehen. Ihr habt da einfach was in der Hand, was ich theoretisch, ich habe das so gemacht, wie es sein soll, verstehe ich? Ich verlinke den Shop auch hier unten drunter. Sobald ihr da was gekauft habt, wäre es richtig, richtig, richtig edel, wenn ihr mir ein Foto davon schicken könntet. Ihr müsst nicht zwingend drauf sein, wenn ihr das nicht wollt. Ihr müsst euch das nicht irgendwie zeigen und das T-Shirt anhaben, außer ihr wollt es, dann könnt ihr das gerne machen. Ich würde gerne sehen, wie das alles so verarbeitet ist, wie das rüberkommt, wie das da drauf auch aussieht. Ich kann zwar dieses Design, das ich erstellt habe, auf alle Sachen drauflegen, aber ich habe hier noch nichts. Ich habe noch nichts selbst bestellt. Ich will mir auf jeden Fall das T-Shirt selbst bestellen und auch die Tasse selbst bestellen. Es gibt noch Buttons und dies und das und alles mögliche. Da könnt ihr euch dann auch mal zu schaffen machen, wenn ihr das denn möchtet. Ich habe noch nie was bei Shirtinator oder eben Spreadshirt oder wie es heißt bestellt. Deswegen kann ich bis jetzt überhaupt keine Aussage über die Qualität treffen. Ich will euch hier nämlich nichts vom blauen Himmel erzählen und nachher ist es dann nicht so, ne? Ich habe im Moment mein Bestes gegeben und würde gerne sehen, wie es eben auf dem fertigen Produkt aussieht. Ich werde mir dazu demnächst dann, wie gesagt, ein T-Shirt und eine Tasse bestellen. Und falls ihr euch auch irgendwas gekauft habt, wäre es sehr, sehr nice, wenn ihr mir das abfotografiert und irgendwie zukommen lasst über Facebook oder wie auch immer. Würde mich echt interessieren, wie das so wirkt. Und wenn ich es darf, also ihr auf dem Bild drauf seid und gesehen werden wollt, mir die Erlaubnis gebt, dann mache ich das auch gerne in ein Video, in so ein Fan-Video, wo ihr eben dann Sachen von mir anhabt und hin und her und dass ich so die Produkte ein bisschen zeigen kann. Ja, soweit so gut. Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein. Schokoladentorte. Hier unten stehen die Links, wie gesagt, drin zu der Skin-Seite und auch zu dem Shop, zu meinem Shop. Was soll ich noch anderes sagen als, Nice, dude!